Hallihallo und willkommen zurück zu Java. Ja, wir machen weiter mit den Reflections und widmen uns in diesem Video den Konstruktorobjekten, beziehungsweise ja, wie man auf den Konstruktor von einer Klasse, die wir eigentlich so gar nicht kennen, darauf zugreifen kann und was man damit so alles machen kann. Genau, also wie gesagt, es sind tatsächlich eigene Konstruktorobjekte, mit denen man hier irgendwie arbeiten kann und die bekommt man, also wir machen einfach mit dem Beispiel weiter, was wir hier letztes Mal hatten. Das war eine SumObject. Damit hat man, ja, da steht quasi nichts drin, die hat ein eigenes Package, aber ansonsten, oder ist in einem eigenen Package, aber ansonsten ist da nichts wirklich Spannendes. Und ja, wir kriegen hier diese Klasse von diesem SumObject und über diese Klasse können wir jetzt was machen, nämlich wir können die Konstruktoren holen. Und das tun wir, indem wir sagen Constructor und machen daraus gleich ein, das brauchen wir nicht, brauchen ein Array davon. Jetzt haben wir Constructors, ist gleich so. Und jetzt nehmen wir einfach diese MyClass Punkt getConstructors und das liefert uns alle Konstruktoren, wobei man in diesem Fall ja hier sieht, wir haben keinen eigenen Konstruktor geschrieben. Deswegen ja, gibt es nur einen einzigen Konstruktor und das ist der Default-Konstruktor, der an für sich ja nichts wirklich tut. Aber ein Element ist auf jeden Fall immer hier drin, mindestens eins, meistens sind es mehrere, aber das kann man natürlich nicht vorher wissen. So, ich werde jetzt hier MyClass mal ein bisschen ändern, damit man damit auch vernünftig arbeiten kann. Wobei, nee, ja doch, ich werde es trotzdem ändern. MyClass werde ich einfach mal auf String.class setzen. Das heißt, wir arbeiten hier mit der String-Klasse und dann wissen wir ja, wie der eine Konstruktor aussieht von MyClass. Nämlich, wir können einen String übergeben und der wird dann halt in String reingeschrieben, also in das Objekt, das wir erzeugen. Und ja, das ist eigentlich ganz cool, denn dadurch kann man sagen, man hätte ganz gerne einen speziellen Konstruktor. Ja, Constructor. So, ich nenne ihn jetzt einfach mal Specific. Ja, und dieser Konstruktor, der ist dann wirklich ein spezieller, also wie gesagt, wir haben zwei, wir können ja einmal einfach, wobei im Prinzip haben wir nur einen, ist egal, auf jeden Fall sagen wir MyClass Punkt GetConstructor und jetzt sehen wir hier, wir haben einen GetConstructor und dann hier Froze, mehrere Sachen. Ich kann es euch leider nicht vernünftig zeigen, doch jetzt kann ich es euch zeigen, perfekt. Okay, also wir können hier verschiedene Parametertypen als Klassen angeben. Und das ist dann quasi wirklich, was erwartet wird von diesem Konstruktor, also was wir benutzen müssen, um diesen Konstruktor aufzurufen. Also sagen wir mal, wir nehmen den String-Konstruktor, da muss ein String rein, damit wir ein Objekt erzeugen. Wenn wir uns jetzt hier über SumObject einen Konstruktor erzeugen und hier einen Integer reinpacken und einen, na halt, stopp. Ist einfacher, wenn man das so macht. Integer i und dann vielleicht noch ein SumObject. Dann sind hier auch mehrere erwartet in dieser GetConstructor-Methode, weil ja hier ein Punkt, Punkt, Punkt steht. Dieses Punkt, Punkt, Punkt. Und genau deswegen brauchen wir hier dann auch mehrere Parametertypen. Und wenn man sich hier ein bisschen vertut, also zum Beispiel jetzt beim String-Beispiel, was wir hier benutzen, GetConstructor und dann vielleicht ja SumObject.class reinschmeißt, dann kriegt man natürlich hier einen Fehler raus. Und das ist der No Such Method Exception, weil wir ja überhaupt keine Methode haben, die wir hier verwenden können. Also es gibt diesen Konstruktor einfach nicht, der ein SumObject benutzt und daraufhin einen String kreieren kann, weil das einfach nicht funktioniert. Deswegen müssen wir hier tatsächlich auch sicher sein, dass es diesen Konstruktor gibt. Also ansonsten gibt es halt einen Fehler. Und genau aus dem Grund müssen wir hier auch Surrounded Try and Catch machen. Ja gut. Security Exception ist natürlich ein Faktor von Reflections, aber da werde ich vielleicht irgendwann anders drauf zu sprechen kommen. Das ist ein relativ großes Thema. Also so könnte man jetzt diesen Konstruktor, den wir vielleicht außen dran deklarieren sollten, so könnte man den sich holen, wenn man sicher ist, dass man weiß, was man tut und nicht irgendwie Mist baut. Also hier wirklich sicher sein, dass ihr tatsächlich einen String als Argument braucht. Gut. Jetzt, wie können wir mit diesen Parametern umgehen? Naja, wir müssen ja irgendwie diesen Konstruktor benutzen können. Und das ist relativ einfach eigentlich.
Man zieht sich von diesem Konstruktor, den wir hier haben, einfach mal die Parameter und speichert sich die irgendwie raus. Und wie gesagt, Parameter, wir haben hier auch mehrere Klassenobjekte eingegeben. Das sind eigentlich die Parameter von dem spezifischen Konstruktor, den wir hier haben wollen. Wenn man jetzt sich das genau anguckt, sind das alles Klassenobjekte. Und genauso werden auch die Parameter übergeben, nämlich als Klassobjekte. Parameter. So. Und jetzt nehmen wir uns hier eben ein Class Array. Parameter von dem Konstruktor, von diesem Specific Constructor. Das ist jetzt ein bisschen doppelt gemoppelt, weil wir hier eh wissen, was hier reinkommt. Aber wir können es trotzdem benutzen. Und dann sagen wir, okay, my class. Wobei, nee, wir haben ja schon den Konstruktor Specific. Nicht my Specific, sondern nur Specific. So, und jetzt sagen wir hier Punkt. Und hier haben wir schon Get Parameter Types. Und diese Get Parameter Types, die sind dann wirklich. Also alle Parameter, die wir hier drin brauchen, sind da vorhanden. Ja gut, ich muss vielleicht noch vorher initialisieren, aber das ist sowieso nur. Genau. Also hier kriegen wir dann alle Klassen raus, die wir übergeben müssen, wenn wir ein neues Objekt mit diesem Konstruktor benutzen. Und ja, jetzt müssen wir erstmal gucken, dass wir auch tatsächlich alle hier zufriedenstellen, indem wir den Konstruktor aufrufen, den Konstruktor tatsächlich benutzen. Tut man, indem man sagt specific, so heißt unser Constructor, Punkt und dann new instance. So, und hier sehen wir auch schon wieder Object Punkt 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 init args. Das Problem ist, dass man nichts Allgemeineres als Object entgegennehmen kann, weil es muss ja auch mit Object funktionieren. Ja, und deswegen haben wir hier eben diese Class-Parameter genommen, um abzuchecken, ob wir alle geregelt haben. Also wir müssen dann tatsächlich uns erstmal klar werden, was hier drin steht, und dann müssen wir da passende Objekte reingeben. Das ist ein bisschen Gepriemel und man muss ja schauen, ob das wirklich auch alles zufriedengestellt ist. Das könnt ihr euch aber selber irgendwie zusammenreimen, wie das funktioniert. Das ist nicht wirklich schwer, es ist einfach nur nervig. Also, keine Ahnung, zum Beispiel mit if abfragen, if bla bla bla. Also, wir erstellen uns hier ein String Object, String ABC gleich ABC. So. Und ja, dann loopen wir eben durch dieses Array durch, aber da wir wissen, dass nur ein Parameter drin ist, sage ich jetzt einfach mal if Parameter an der Stelle 0 ja, nicht gleich gleich, das geht nicht. Punkt equals und dann sagen wir hier abc.class nicht Punkt class, Punkt Get Class natürlich. So, und wenn die jetzt gleich sind, dann ist alles gut. Dann machen wir das. Da kann man hier vielleicht noch reinbauen, wenn Parameter Punkt Length gleich 1 ist und das ist, dann erzeugen wir uns hier ein New Instance von unserem Objekt. Keine Ahnung. Geben ABC rein, also den String ABC hier oben. So, und jetzt kommt hier natürlich nichts Spezielles raus, sondern einfach nur ein Object. Denn es kann ja alles Mögliche sein, nachher natürlich. Und Invocation Target Exception gibt es natürlich auch noch. Also es kann irgendwas schiefgehen bei dem Constructor, weil wir ja nicht wissen, ob das reicht, wenn wir hier diesen ABC-String reingeben. Das weiß man ja offiziell nicht. Kann man natürlich auch mit Surround und Try and Catch und so weiter arbeiten. So, ja, das ist mir gerade so unübersichtlich, deswegen nehmen wir hier einfach Surround Try Multicatch. Genau, Dankeschön. Okay, genau, und jetzt müssen wir hier das Ding zuweisen, deswegen brauchen wir hier oben ein String ABC. Und ABC2 von mir aus ist gleich leer. Und jetzt sagen wir hier, okay, wir wollen den ja zuweisen. ABC2 gleich das hier. So, jetzt haben wir natürlich ein Problem. Hier kommt nur ein Object raus und ja, man muss es irgendwie dazu kriegen. Naja, in diesem Fall muss man tatsächlich casten und das geht tatsächlich auch nicht anders. Wir casten das jetzt einfach mal und dann versuchen wir das hier unten einfach mal auszugeben. Sprich, wir sagen sysout. ABC2.
Okay, was wir jetzt im Prinzip gemacht haben, war ziemlich doof. Wir haben erstmal hier einen String ABC kreiert und einen leeren String ABC2. Haben geguckt, okay, wenn die Parameterlänge wirklich nur 1 ist, also wir den Konstruktor auch tatsächlich benutzen können mit dem einen Parameter, den wir übergeben und der eine Parameter auch wirklich ein String ist, also auch denselben Typ hat wie dieses Objekt hier, dann kreieren wir uns ein neues Objekt, casten das runter, fangen alle Exceptions auf, die hier passieren können. Schreiben uns den Stack hier raus und ja, wenn das alles geklappt hat, dann geben wir einfach mal den String aus. Und jetzt passt auf, wenn es nicht funktioniert, dann kriegen wir hier unten gar nichts raus. Oder ich kann einfach mal hier ein Fail reinschreiben, dann bringt da Fail, wenn es nicht funktioniert hat. Und wenn es funktioniert hat, dann sollte da ABC drin stehen. Und es steht ABC drin. Das hier könnt ihr ignorieren, das ist von weiter oben, das ist von genau genommen hier. Ich mache das gerade mal raus. So. Das heißt, es hat alles so funktioniert und wir haben uns tatsächlich ein neues Objekt erstellt, ohne genau zu wissen, was wir hier haben. Jetzt kann man das natürlich mit allen Klassen machen und ihr wisst wahrscheinlich oder ihr könnt euch wahrscheinlich denken, dass es dann ziemlich unübersichtlich wird, aber dafür kann man es zur Laufzeit machen und ich glaube, das ist schon ein ganz schöner Fortschritt. Alles klar, dann hoffe ich, dass es euch mal wieder gefallen hat und ja, wir hören uns beim nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao.